Hallo und Servus, ich bin der Andi Borg. Keine Angst, ihr schaut den richtigen Kanal. Hier ist Gute Laune TV. Und jetzt gibt's eine neue Ausgabe von Schlager News. Zuschauer, ich habe es mir auf unserer Gute-Laune-TV-Couch bequem gemacht und ich hoffe, Sie auch, sodass wir in eine neue Ausgabe der Schlager-News starten können. Und hierzu heiße ich Sie ganz herzlich willkommen. Ich bin Caroline Völz. Und wie immer möchte ich auch zuerst mal unsere Quizfrage der Woche an Sie stellen. Die da wäre, welcher Künstler hat den Titel »Ich kauf mir einen Tiroler-Hut« gesungen? Die Auflösung gibt es natürlich wie immer am Ende der Schlager-News. So, und jetzt dürfen Sie sich erstmal auf unsere Themen der Woche freuen. Und zwar haben wir im Interview Patrick Lindner. Unsere CD der Woche kommt von Sarah Jane Scott, so viel. Natürlich haben wir auch wieder für Sie den Klatsch und Tratsch mit einem neuen Schlagerazzi, präsentiert von schlager.de. Und starten wollen wir wie immer natürlich mit unserem Clip der Woche. Und da singt ein Ihnen mit Sicherheit sehr bekannter Künstler: Gut, dass Männer nicht weinen. Gut, dass Männer nie weinen. Sowas wirst du nie sehen. Wir sind so hart wie Stein. Uns fehlt einfach das Gehen. Gut, dass Männer nie weinen. Sowas tun Kerle nicht. Und diese Träne im Gesicht, sie ist nicht für dich. Gut, dass Männer nie weinen. Die aktuelle Single von Michael Wendler, die es seit Mitte Juli im Handel gibt. Und das ist unser Clip der Woche. Ja, wie schön, dass der selbsternannte König des deutschen Popschlagers zurück ist und sein Comeback in altbekannter Manier vorantreibt. Das zeigt auch sein aktuelles Titelbild auf Facebook. Denn da steht: Er war, er ist, er bleibt. Oft kopiert und doch nie erreicht. Ja. Dennoch erleben wir in Gut, dass Männer nie weinen einen eher ruhigen und nachdenklichen Michael Wendler. Es ist eine Single-Auskopplung seines am 28. Juli erschienenen Albums Flucht nach vorn. Und Gut, dass Männer nie weinen ist auch das Ergebnis einer erneuten Zusammenarbeit mit seinem angestammten Produzenten Hermann Niesig. Entdeckt und produziert von Stefan Remmler hat sich Sarah Jane Scott das quirlige Energiebündel aus Pennsylvania im vergangenen Jahr mit ihrem Hit Hallo Hallo einen festen Platz in der Schlagerwelt ersungen. Und mit ihr wurde es im Schlager ein wenig amerikanischer. Nur ein Jahr nach der Veröffentlichung ihres Debütalbums Ich schau dir in die Augen hat sie schon ihr zweites Album am Start, das heißt So viel, und ist unsere CD der Woche. Thematisch geht es hauptsächlich wieder um die verschiedensten Facetten der Liebe, natürlich aus weiblicher Sicht. Und hört man sich mal die neuen Songs von Sarah Jane Scott an, merkt man ganz schnell, dass der Sound noch moderner und frischer geworden ist. Und das passt ganz gut zu ihrer Entwicklung, denn die gebürtige Amerikanerin und Wahlberlinerin sagt über sich selbst, dass sie sich im vergangenen Jahr sehr weiterentwickelt hat, sowohl was ihr Selbstbewusstsein betrifft, aber auch ihre Persönlichkeit. Und nicht selten spiegelt sich sowas ja auch in der Musik wieder. Uns gefällt so viel richtig gut, und was unsere Musikredaktion dazu sagt, finden Sie natürlich auf unserer Homepage. Das Album selbst gibt es seit dem 21. Juli im Handel. Und übrigens, falls Sie es nicht gewusst haben, Sarah Jane Scott gehört ja mittlerweile auch zum Gute-Laune-TV-Moderatorenteam, denn sie präsentiert seit zwei Ausgaben unsere Sendung den Schlagertreff in Zusammenarbeit mit der Plattenfirma Ariola. Hallo, ich bin Mitch Keller und ich schaue die Schlager-News auf Gute Laune TV. Liebe Zuschauer, liebe Männer, ihr müsst jetzt ganz stark sein. Denn Linda Fee hat geheiratet, sie ist weg vom Markt und daran lässt sich nichts mehr rütteln. Sie hat nämlich ihrem Marco am Comersee das Ja-Wort gegeben und ist danach schnurstracks in die Flitterwochen in die USA gereist. Jetzt fragt sich bestimmt die Frauenwelt: Und was hatte sie an? Wie sah sie aus? Wir haben natürlich ein Beweisfoto, das hier kommt. Linda Fee hatte einen Traum aus weißer Spitze an. Traumhaft sieht sie aus, wunderschön diese Frau, wobei ich glaube, sie hätte auch in einem Kartoffelsack
alle umgehauen. So ein schönes Wesen. Wir freuen uns natürlich für die beiden. Von ganzem Herzen senden die allerherzlichsten Glückwünsche. Und ich glaube, Linda Fay hat aktuell den perfekten Herzschlag. Dass die Zeit wie im Flug vergeht, merkt man meistens dann, wenn zum Beispiel ein noch junges Label wie Telamo seinen 5-jährigen Geburtstag feiert. In den letzten Jahren hat Telamo ganz ordentlich die Volksmusik- und Schlagerszene aufgemischt. Mittlerweile haben sie große Künstler unter Vertrag wie zum Beispiel Anna-Maria Zimmermann, Nicole, Gigi Anderson, Patrick Lindner, Stefanie Hertel und viele mehr. Aber auch Newcomer wie zum Beispiel Anni Perker und die Zipfelbogen. Am 20. Juli war es dann soweit. Hoch über den Dächern von München lud der Telamo-Chef Ken Otremba in die Orange Bar zum Feiern ein. Am Abend haben dann ein paar Künstler neue Songs und Alben vorgestellt, wie zum Beispiel Olaf Malolepski. Aber auch die Calimeros und Michael Hirte haben zum Beispiel eine Goldauszeichnung bekommen. Wie es sich gehört, waren wir von Gute Laune TV vor Ort. Und wir fanden es spitze. Wir kommen zu unserem Schlagerazzi, präsentiert von schlager.de. Jede Woche rufe ich ja dazu auf, dass Sie uns Ihr Fanfoto mit Ihrem Lieblingskünstler schicken. Und der Andreas Hufner aus der Schweiz ist meiner Bitte nachgekommen und hat uns seinen physischen Beweis geschickt, dass er Anita und Alexandra Hofmann getroffen hat. Vielen Dank hierfür, lieber Andreas. Wenn auch Sie solch einen Beweis, einen Schlagerazzi haben, dann schicken Sie uns den doch bitte an schlagerazzi@gutelaunetv.de. Er ist charmant, unglaublich sympathisch, ein absoluter Schwiegermutterliebling, geschätzter Künstlerkollege, beliebter Sänger, Münchner Papa. Ich rede natürlich von Patrick Lindner. Den haben wir bei der zweiten Eva Luginger Schlagernacht in Velden an der Vils getroffen und uns ein wenig mit ihm unterhalten. Ja, liebe Zuschauer, frisch von seinem Soundcheck abgefangen, den einen der Stars des Abends, habe ich neben mir den lieben Patrick Lindner. Ich grüße dich. Caroline, ich grüße dich auch. Kommst gerade vom Soundcheck, lief alles super, bist bestens vorbereitet. Beste Technik, alles super. Also jetzt brauchen wir bloß noch das Publikum einlassen und dann geht's los. Ja, ich freue mich drauf. Sehr gut. Lieber Patrick, jetzt befinden wir uns ja auf der zweiten Eva Luginger Schlagernacht. Und wie findest du das? Ja, da kommt so eine junge Künstlerin daher und stemmt mal zum zweiten Mal kurzerhand so eine tolle Veranstaltung mit verschiedenen Künstlern. Ja, ich finde das wirklich erst in erster Linie richtig mutig, ja, und natürlich grandios. Wir Kollegen finden das natürlich großartig, wenn sich jemand traut, sowas auf die Beine zu stellen. Das gesamte Interview mit Patrick Lindner und meiner Wenigkeit sehen Sie in voller Länge am 2. August in Schlager aktuell ab 20.15 Uhr. Und jetzt, Sie wissen, was kommt, die Auflösung unserer Quizfrage der Woche. Ich hatte ja zu Anfangs an Sie die Frage gerichtet, welcher Künstler den Titel »Ich kauf mir lieber einen Tirolerhut« gesungen hat. Und, wissen Sie es? Natürlich war es Billy Mo. Wenn Sie es gewusst haben, herzlichen Glückwunsch. Und hier kommt ein kleiner Ausschnitt. Ich kauf mir lieber einen Tirolerhut. Der steht mir so gut. Der steht mir so gut. So, liebe Zuschauer, wir sind auch wieder am Ende der Schlager-News angekommen. Ich danke Ihnen ganz recht herzlich fürs Zuschauen und freue mich aufs nächste Mal. Verabschieden möchte ich mich aber auch heute wieder mit unserem Spruch der Woche, der auch eine Art Geständnis ist, denn ich habe einem Hipster ins Bein geschossen. Jetzt Hopster! Servus!